relativ schwach, aber ist ja gar nicht. Vor allem deine Arbeit. Dein Aufwand. Unsere Arbeit. Deine Arbeit. Und deines Teams, sollen wir mal tun. Was müssen wir jetzt einmal führen? Haben wir einen Fanclub gegründet. Ja. Wir haben über 100 Fans. Ja, den schauen Sie, den mögen wir. Es war ziemlich teuer, muss ich sagen, aber es ist okay. Du hast gezwungen. Ja, ich habe gezwungen. Die Überweisung kriegst du am nächsten Monat. Und Fan-Mitgliedschaft. Als Anerkennung deiner Arbeit, die du tust, wollten wir dir einfach kurz lauter vorlesen. Wir gratulieren Gerald Schausberger zu seinem Magister. 100. Fan. Magister, ja. Oh. Alle 200 Leute unterschrieben sich das. Wobei ich sagen muss, bei dem Wetter, dass so viele Leute kommen, das schafft Tony Sender begriffen. Da schau sie. Das ist unglaublich. Es sind nicht gefühlte 100 Leute. Da. Mindestens. Das sieht einfach nur aus, dass wir. Die meisten gerade haben uns den Alter. Wissen, was ich danke meinen Fanbeauftragten. Überweisen kriegst du dann, ja. Ja, ist okay. Eine Rede, bitteschön. Kurze Rede. Mir fällt spontan gar nichts ein. Ich kann da sagen. Danke. Danke. Ich hoffe, ihr gebt mir dann für die Zukunft wieder das Vertrauen. Und die Stimme, wenn du zum Bundespräsidenten kandidierst. Im Namen aller des ganzen Komitees hoffe ich, dass ihr zur Generalversammlung kommt. Ja. Das bei der, ihr Feedback erwartet, Vorschläge erwartet, Bewerbsvorschläge werden erwartet, damit man die nächsten Jahre darauf wieder das hängen wir zu Hause auf und ich werde das meinem Sohn oder meiner Tochter dann stolz vorführen, wenn er mich irgendwann einmal fragt, was hast du geschafft in dem Leben? Große Scheck. Ja, normalerweise stehen da zwei Präsidenten. So, und ab jetzt Open Door Policy, ja, wenn es irgendwelche Beschwerden gibt, meiner Person zur Organisation bitte immer von mich. Dankeschön. Und jetzt weiter. DJ Musik! Machen wir jetzt ist der geheimlose Status von den Komiteesitzungen gefallen. Ja, Alles blieb, wann du traut und blind, wir feiern ausgelassen.
Ich hab's gut gedacht, schon wieder weg. Ich hab's gut gedacht, schon wieder weg.